ganz herzlich willkommen zu unserem zu unserer dritten Session zum Thema Wissenschaftstalk. Und genau, wir hatten gestern schon zwei sehr spannende Runden hierzu und haben jetzt eben nochmal die Runde mit den Preisträgerinnen und Preisträgern des Deutschen Planspielpreises und wollen mit ihnen über ihre Arbeit sprechen, beziehungsweise sie erzählen uns was zu ihrer Arbeit und wir haben die Gelegenheit nachzufragen. Bevor wir damit sozusagen inhaltlich starten, haben wir eine kleine Aufgabe für Sie vorbereitet, mit der wir dann die Gelegenheit haben, Sie etwas kennenzulernen. Theresa, die erste Aufgabe, die ist für dich. Und du siehst jetzt hier nur so Kacheln, aber wir machen die Kacheln jetzt weg. Und da musst du mal erzählen, was du da siehst und ob du das irgendwie wiedererkennst. Okay. Könnte ein Gang sein, aber ich sehe auch Bäume. Es ist draußen eine Veranstaltung mit Menschen. Oder ist ein Bild? In einem Glasrahmen? Vielleicht ein Fenster? Ein Bild? Oh, es ist das Kartoffentor bei einem Fest im Spätsommer. Tricky. Ihr seid ja echt, ihr könnt googeln. Nee, das mussten wir überhaupt nicht googeln. Das hast du uns mit deiner Arbeit eingereicht. Das war im Anhang, also da gab es nichts zu googeln. Ganz genau, das ist das Tor zu was? Genau, das ist das historische Prunktor zum Eingang der Kartause in Essenfeld. Das ist bei einem Sommerfest, da ist das ganze Dorf versammelt und da und hat einen schönen Abend. Okay. Und diese Kartause oder diese Geschichte dahinter ist sozusagen Grundlage deines Planspiels, ne? Genau, also das ist ein altes Kartäuserkloster, das die Gemeinde gekauft hat. Und jetzt wird halt beratschlagt, was da in Zukunft rein soll, weil es steht unter Denkmalschutz und darf nicht abgerissen werden. Und welche Überlegungen gibt es da also ganz tatsächlich? Oh, also wir haben 5000 Einwohner und genauso viele Ideen gibt es auch, glaubt man. Zum Beispiel Platz für Vereine, eine Kulturscheune, ein kleines Museum, eine Eisdiele, ein Hotel. Okay, sehr spannend. Ja, jetzt hast du diese Diskussionen mit Grundschülern öfter mal oder schon mindestens ein, zwei Mal simuliert. Was ist deren Präferenz? Deren Präferenz, also wir haben sehr viel Platz und es ging quasi darum, eine Auswahl zu treffen. Und deren Präferenz ist auch eine Veranstaltungsscheune, die große Eisdiele natürlich auch. Kinder finden es sehr toll. Die große Frage ist, ob ein Rathaus einziehen soll oder nicht. Aber das wurde eher als nebensächlich angesehen und die Kinder sind eher für kein Rathaus. Ja, irgendwie nachvollziehbar. Wahrscheinlich sind die eher für einen Spielplatz oder sowas. Sehr gut. Okay, Theresa, was machst du, wenn du nicht Freitagmorgens hier sitzt und Preise entgegennimmst? Im Moment chill ich. Ich hole jetzt Urlaub von 2 Jahren nach, weil ich an meiner Zulassungsarbeit und meinem Staatsexamen saß und da ein volles Programm hatte und probiere jetzt das Wetter zu genießen und dann ein bisschen zu atmen, bis mein Ref im Herbst losgeht. Alles klar, sehr schön. Das heißt, Ref, was für ein Ref beginnt und was für ein Schule? Referendariat im Grundschullehramt. Ich weiß noch nicht, wo ich hinkomme, wo es mich hin verschlagen wird. Wird jetzt nochmal sehr spannend. Okay, sehr schön. Du genießt die ruhige Zeit jetzt nach dem stressigen Studienabschluss und bist dann gespannt, an welche Schule es dich hinbringt. Okay, ja, wenn du an irgendeine Schule gehst, pack dein Planspiel ein. Auf jeden Fall. Macht das auf jeden Fall. Genau. Gut. Sehr schön. Dann freuen wir uns gleich noch mehr über deine Arbeit zu erfahren. Und wir gehen mal einen Schritt weiter. Und machen die Kacheln sozusagen wieder zu. Und haben hier ein Bild hinterlegt für Matze. Ja, das sieht
Nach einer Weltkarte aus. Sieht So. nach einer Weltkarte aus. Das hast du sehr, sehr schnell entdeckt und es ist auch so. Aber die Frage ist natürlich, was ist das denn für eine Weltkarte? Ich bin gespannt, ob du auch das entdeckst. Was ist das Thema der Weltkarte und wofür stehen die Farben? Das ist eine spannende Frage. Also es gibt in den USA sehr viele Kacheln, die da jetzt einzeln sind. Und ansonsten in Europa noch ein paar, Südamerika, Ja. Australien, Süd von Afrika. Puh, da habt ihr mich jetzt erwischt. Könnte das mit meiner Arbeit zusammen ja wahrscheinlich schon. Ja, genau, hängt mit deiner Arbeit zusammen, absolut. Dann hat es eventuell was mit Grundschule oder Planspiele oder politischer Bildung in der Grundschule vielleicht zu tun. Ah nein, jetzt weiß ich es, glaube ich. Es geht darum, ja, das kann man auch nachvollziehen. Ja, genau, das sind wahrscheinlich Länder, in denen es eine Fahrradhelmpflicht gibt. Sehr, sehr spannend und absolut richtig. Genau, es ist die Karte der Helmpflicht oder Nicht-Helmpflicht sozusagen. Absolut. Weißt du auch, welche Farbe für Helmpflicht oder Nicht-Helmpflicht oder irgendwas dazwischen steht? Ich vermute, dass das Rote ist eine allgemeine Helmpflicht insgesamt für alle. Das bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. Entweder das Orangene oder das Rosane eine Helmpflicht für Kinder. Genau, und bei dem Lilanen, da weiß ich tatsächlich nicht, oder bei dem Blauen, was da nochmal die Differenz ist. Ja, also absolut treffend, absolut richtig. Du hast dich gut eingearbeitet offenbar. Also rot bedeutet, es gibt eine generelle Helmpflicht in diesen Ländern. Grün bedeutet, es gibt überhaupt keine Helmpflicht. Und orange steht nur für Kinder. Und oh, lila steht irgendwie teilweise Helmpflicht. Da gibt es irgendwie Sonderregeln oder sowas. Genau, aber absolut richtig. Ja, ich fand das spannend. In allen Ländern, in denen das rot ist, wurde deine Simulation auf jeden Fall schon mal durchgeführt, schon mal ausprobiert auf größerer Ebene. Sehr, sehr witzig. Ja, Matze, was machst du sonst so? Du hast mir erzählt in der Vorbereitung, du hattest eine sehr stressige Woche. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt seit Februar im Referendariat an einer Grundschule in Sindelfingen und ich hatte am Dienstag einen Unterrichtsbesuch, der war zwar nur beratend, aber ja, ich hatte mir da tatsächlich, also dadurch, dass ich Sachunterricht mit Schwerpunkt Politikwissenschaft studiert habe, ja, das Thema Europäische Union rausgesucht und das ist natürlich ähnlich wie auf bundespolitischer Ebene, aber auch auf europapolitischer Ebene eine Herausforderung, das so zu reduzieren, dass die Kinder erstens selbst aktiv werden und das entdecken und zweitens dann aber auch noch was mitnehmen. Dementsprechend war ich da ganz gut beschäftigt. Genau, dementsprechend warst du ganz gut beschäftigt und jetzt für Freitag musst du auch noch ein bisschen was vorbereiten, aber das kriegst du gut hin. Okay, wunderbar. Vielen Dank dafür und wir springen mal weiter und sind aber gespannt, was du uns nachher noch zu erzählen hast und haben natürlich auch nachher noch einige Fragen an dich. Sehr schön. Dann machen wir die Kacheln wieder zu und ja, Maria, du hast die Ehre. Hauptsache kein Flughafen. Ne? Hauptsache kein Flughafen. Nee, so leicht machen Oder wir sehe ich, das das ist nicht. mein Outfit, an das mein Promotionsverteidigungsbild, denke ich. Oder? Ja, das sieht gut aus. Okay, du hast direkt dein Outfit erkannt. Also ist schon mal gut. Natürlich, Du natürlich. weißt, was du im Kleiderschrank hast. Ja, Ja, definitiv. das ist ganz gut. Okay, ich glaube, jetzt können wir es aufmachen. Aber Maria, wir fragen uns vor allem nicht irgendwie, was du trägst, sondern was hast du auf dem Kopf? Ja, witzigerweise habe ich das, was ich auf dem Kopf habe, auch für meinen Vortrag gewählt, weil es eine hervorragende Zusammenfassung gibt meiner Dissertation. Die Kollegen, meine ehemaligen Kollegen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo ich die Studien durchführen habe dürfen, haben da einen ganz tollen Job getan. Ich will gar nicht zu viel sagen. Das kommt gleich in meinem ganz kurzen Vortrag, die Elemente, die ihr da seht, bis auf den Handball. Das ist natürlich nicht unbedingt Teil meiner Diss gewesen, sondern eher mein privates Hobby, würde ich mal sagen. Den Ansonsten, Handball, ich sehe keinen Handball.
links, neben diesem ganz unauffälligen DLR-Zeichen. Ach, das hier ist ein Handball. Ich müsste ein, ja, ich glaube, Hummel oder Camper, um hier Werbung für beide zu machen, Handball sein, ja. Ach, du bist Handballspielerin? Ich habe Handball mal gespielt, aber bin jetzt ein begeisterter Fan für meinen Heimatverein Magdeburg natürlich, ja. Sehr cool. Und in welchem Land spielst du in der ersten Liga? Ja, naja, so weit ist noch nicht gekommen, weißt du. So, okay, gut. Hat es auch viel zu tun mit dem. Ja, definitiv. Alles klar, wir haben es auch natürlich auch von der anderen Seite, aber das ist das, was du uns gleich zeigst. Genau, ne? Definitiv. Okay, doch schon mal einen Flughafen eingeblendet. Und ja, ja. Puh, musste ich nicht raten. Ich hatte schon ein bisschen Befürchtung, dass ich jetzt hier Flughäfen raten muss. Das ist immer ein bisschen tricky. Nee, das musste nicht. Alles klar. Maria, was machst du derzeit sonst? Wir haben es schon ganz kurz gehört, aber erzähl uns nochmal. Gib uns nochmal einen ganz kleinen Einblick in deine Arbeit. Ja, ich arbeite noch stets in Delft an der Technischen Uni dort und wir betreiben eigentlich Forschung rund um das Thema Planspiele. Alles, was relevant ist, wie können wir Planspiele designen, entwickeln und dann eben auch als Forschungsinstrumente benutzen? Wie setzen wir Briefings, Debriefings an? Wie machen wir Facilitation? Das ist so, sind generelle Forschungsthemen. Ansonsten entwickeln wir natürlich Planspiele im Rahmen von Forschungsprojekten zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich hatte ja schon gesagt, zufälligerweise vor Corona habe ich schon begonnen mit einem Biotechnologie-Projekt, arbeite noch auf einem anderen Projekt, wo wir uns so ein bisschen um die Langzeitfolgen von Bezug nehmen auf den Einsatz von Planspielen mit auseinandersetzen. Da sind wir aber noch in den Babyschuhen. Ansonsten nebst Forschung natürlich Lehre. Wir haben ganz spannende Kurse, unseren Game Design Kurs, wo eigentlich in Nicht-Corona-Zeiten die Studierenden haptische Planspiele entwickeln dürfen, basierend auf ja, Real-World-Problems und echt in Kontakt mit auch echten Klienten. Und ansonsten, naja, Publikationen, all das, was in der akademischen Welt dazugehört. Sehr schön, ganz herzlichen Dank für den Einblick und dann freuen wir uns, dich am Ende dieser Session nochmal zu hören und etwas genauer dein Thema nochmal zu betrachten. Sehr schön. Dann übergebe ich das Wort an Theresa. Theresa hat uns etwas mitgebracht und wird uns etwas über ihre Abschlussarbeit erzählen. Suchst du meine Folien gerade noch? Soll ich die direkt einblenden? Das kann ich machen. Gar kein Problem. Ich freue mich vor allen Dingen. Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, eine Platzierung zu bekommen mit einem Planspiel in der Grundschule, weil es doch ein Teilbereich ist, der häufig vergessen wird. Und umso besser finde ich es einfach, dass jetzt zwei Platzierungen ein Planspiel für Grundschüler gehen. Ihr habt ja vorhin schon das Tor der Kartause gesehen. Das ist jetzt hier nochmal gemalt und mit ein bisschen mehr Licht. Genau, ich habe ja vorhin schon viel erzählt. Es steht eben unter Denkmalschutz und viele verschiedene Gruppen streiten sich, was passiert. Es hat sich sehr hochgeschaukelt, auch in den letzten Jahren, mit Bürgerentscheid und Ratsentscheid und alles wieder zurückgezogen und Anfeindungen im Gemeinderat, so das ganze politische Programm, was da einfach nur laufen kann. Ich habe mir am Anfang gedacht, ist das Thema nicht vielleicht ein bisschen zu speziell für die Grundschule? Also es gibt ja nur in meinem Heimatort, Kartause, hat kaum noch jemand gehört. Aber dann dachte ich mir, in jedem Kuhkaff gibt es irgendein altes historisches Objekt, was nicht umgerissen werden darf. Und dafür steht exemplarisch die Kartause in alte Gemäuer, etwas Neues, neues Leben einziehen zu lassen. Deswegen auch der Titel Aus Alt macht Neu und die Kartause muss eben gerettet werden. Der Titel gibt quasi schon das Ergebnis vor. Es ist keine Ja-Nein-Entscheidung, sondern es geht um die Umsetzung. Wie soll die Kartause gerettet werden? Meine Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im ersten beschreibe ich eben die Systematik und die didaktische Begründung für Planspiele, im besonderen Hinblick natürlich auf meine junge Zielgruppe. Und im zweiten Teil findet sich dann mein Planspiel, das ich aufgrund von Planspielkritik erarbeitet habe. Wir steigen erstmal theoretisch ein mit der nächsten Folie. Da möchte ich auf einige Komponenten eingehen, die eben besonders wichtig für Planspiele in der Grundschule sind. Generell ist es natürlich immer noch ein Planspiel und es gelten alle Vor- und Nachteile für Planspiele, wie sie auch in der Jugend- und Erwachsenenbildung gelten. Kurz noch auf mein Stickzettel gucken.
Warum Planspiele bis vor einigen Jahren als eigentlich nicht in der Grundschule einsetzbar gehalten ist, das eben durch die didaktische Reduktion hier im Teil Simulationsmodell zu sehen, dass die eben noch mal viel drastischer ausfallen muss als bei Planspielen für Erwachsene und Jugendliche. Und dass es dann hieß, wenn das System, bei mir jetzt die politische Gemeinde, wenn die zu stark reduziert wird, dass sich dann kein Bildungswert mehr für die Grundschüler ergibt. Und dass es deswegen, dass sie deswegen mehr Fehlkonzepte entwickeln, als dass es ihnen tatsächlich was für die Bildung bringt. Und deswegen hat man das bis vor kurzem abgelehnt, Planspiele für die Grundschule zu konzipieren. Ich sage aber, man muss es in Kauf nehmen, dass Grundschüler nicht ein umfassendes Verständnis für Politik entwickeln. In der Grundschule wird die Bildung nicht abgeschlossen, danach folgt die Sekundarstufe. Und man braucht eine Basis, auf der man weitere Entwicklungen aufbauen kann, zum Beispiel mit weiteren Planspielen. Es heißt ja nicht, dass man nur einmal im Leben ein Planspiel spielt und bis die Kinder 18 sind und dann wählen dürfen, dauert es ja noch ein bisschen. Deswegen kann man die entstandenen Konzepte ausbauen oder Gedanken, die man erst gemacht hat, wieder verworfen werden und durch neue ersetzt werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist auch im Regelspiel zu finden. Planspiele sind oft sehr textlastig und da muss man einfach schauen, wie man das für Grundschüler aufbereitet, weil Lesen dauert bei denen einfach ewig. Und da neue Wege zu finden, ist wichtig. Wenn wir uns das Rollenspiel noch angucken, ist es für Schülerinnen schwierig, sich in transpersonale Rollen, also in Ämter zu versetzen, ohne dass sie einen weiteren sozialen Hintergrund haben, nicht eigene Gefühle, wie beim Rollenspiel zum Beispiel. Und da habe ich mir überlegt, den Schülerinnen Namensschilder zu geben, da haben sie dann aber ihren Nachnamen drauf geschrieben und ich habe die Schüler gesiebt, damit sie sehen, dass sie quasi sich in Erwachsene verwandeln und für die Erwachsenen in Stellvertretung Entscheidungen treffen. Das fanden sie total cool mit dem Siezen und wollten dann beim Debriefing eigentlich gar nicht aufhören, aber das ist natürlich wichtig gewesen. Generell die Spielkomponente, finde ich, steht beim Planspiel in der Grundschule einfach nochmal für sich selbst, weil in der Grundschule spielerisches Lernen stark im Vordergrund steht. Deswegen habe ich in meinem Planspiel auch zwei kleinere Spiele dann noch mit eingebaut. Auf der nächsten Folie geht es dann um die Politikkompetenz. Da gibt es ein ganz bekanntes Modell, das wir gleich sehen werden. Tobias. von Dietjen et al., das sich in diese vier Fachbereiche gliedert. Eigentlich möchte ich da nicht genauer drauf eingehen, weil es eigentlich die gleichen Fähigkeiten sind, die man in der Sekundarstufe auch erwirbt und die eben in der Sekundarstufe vertieft werden. In der Grundschule werden sie wirklich nur angebahnt. Und generell im politischen Lernen zielt in der Grundschule mehr auf soziales Lernen und nicht speziell auf politisches Lernen. Und in der vierten Klasse ist eben so der Übergangsbereich. Das ist deswegen, ich sage, dass man durchaus Planspiele auch mindestens in der vierten Klasse mal anspielen kann. Vor allem ist es wichtig, dass die Schüler lernen, dass Politik Spaß machen kann, dass sie da motiviert werden, in die Richtung weiterhin sich zu interessieren. Und dass man auch, wenn man ein Anliegen hat und weiß, wie der politische Prozess funktioniert, dass man da Chancen hat, es durchsetzen zu können. Die zwei Sachen finde ich besonders wichtig. Dann kommen wir zu meinem Planspiel konkret. Wie sieht es denn aus mit der Zeit? Passt es so? Ich habe noch sehr gut. In meiner Ausgangssituation tritt der Essenfelder Gemeinderat geschlossen zurück, weil sich alle nur streiten und sie sich nicht einigen können, was mit der Kartause passieren soll. Das sieht man hier oben links im Bild. Das ist meine Anfangssituation. Die wird durch ein Video eingeleitet. Hier links sieht man meine Mitbewohnerin, die Reporterin spielt, und meine Schwester ist die Bürgermeisterin, die sagt, es geht so nicht weiter und kündigt. Und die Grundschüler werden dann eben angehalten, dazu an die Stelle der Gemeinderäte zu treten und das Problem stellvertretend für sie zu lösen und ihnen zu helfen.
Dann in 3 Spielrunden müssen die Schülerinnen Punkte bzw. Wählerstimmen sammeln, um mit möglichst hohem Stimmgewicht in den Gemeinderat einzuziehen. Und in der Gemeinderatssitzung am Ende wird dann über die Maßnahmen entschieden, wie die Kartause gerettet werden soll. Damit das eben nicht so textlastig ist, wird durch verschiedene Videos und Audios durch das Planspiel geleitet und es entspannt auch die Stimme von dem Anleitenden. Unter dem Rathaus findet ihr die Rückseite der Kartause, da werden gerade Punkte vergeben. Als Überraschungsmoment habe ich quasi einen Brand eingebaut, der gegen Ende des Planspiels stattfindet, hat sich mein Mitbewohner in Schale geschmissen und ist als Feuerwehrmann aufgetreten und hat die Grundschüler gelobt, dass sie den Brand so toll gelöscht haben. Und gesichtet wird der Brand in einem Audio, was natürlich ganz praktisch ist, weil ich das nicht visuell darstellen musste. Genau, da wird immer mal in der Spielphase dann ein solches Element eingebaut. Generell habe ich als Zeitraum 5 Unterrichtsstunden angesetzt, weil Viertklässler oft 6 Stunden Unterricht haben und man auch immer noch Zeit für Organisatorisches oder für eine Verzögerung einplanen muss. Und es war mir auch wichtig, dass in der Reflexionsphase, die ja sehr wichtig ist, dass die Schüler noch motiviert und konzentriert sind, weil gegen Ende des Schultags nimmt die Konzentration dann rapide ab. Das Spiel ist auch mit nur einem Facilitator bzw. einem Lehrer durchzuführen und man braucht auch nur ein Klassenzimmer, was die Organisation natürlich sehr erleichtert dann nochmal. Gehen wir auf die letzte Folie. Da seht ihr mein Tafelbild, was innerhalb der 5 Stunden entsteht. Am Anfang sieht man nur das Thema. Dann kommt rechts der Ablauf hinzu, der wird jedes Mal wieder neu durchgekaut, damit die Schüler den Sinn verstehen, warum sie Punkte sammeln müssen, warum das wichtig ist und dass sie eben sehen, auf welcher Phase sie sich gerade befinden, wie viel Zeit sie noch haben. Außer dem Brand steht da quasi alles drauf. Rechts daneben findet man die Tagesordnung von der Gemeinderatssitzung, ist ein bisschen klein, dass die Schüler wissen, welche Punkte verhandelt werden in der Gemeinderatssitzung und sich konkret darauf vorbereiten können. Links sieht man das Bewertungsraster, da steht Wahlkampf drauf mit den verschiedenen Gruppen. Das sind bei mir die Senioren, Kinder und Jugendliche, Unternehmer, Historiker und Gartenfreunde, angelehnt an Parteien und Interessengruppen, die es bei uns eben gibt. Die ersten Punkte haben die Kinder durch die Plakate bekommen, die sie hier in der Mitte aufgehängt haben. Das sind ganz unterschiedliche rausgekommen. Die Bildchen waren vorgegeben und aus ihrem Lesetext, der die Rollenbeschreibung ist, was wirklich der einzige Lesetext ist, haben sie dann hier die Plakate erstellt. Genau. Dann sieht man noch eine Bürgermeisterratswahl. Eine Bürgermeisterwahl haben wir noch unten links mit den Strichen. Der Bürgermeister leitet dann durch die Gemeinderatssitzung. Genau, dann wollte ich noch auf eine tolle Methode hinweisen. Wenn die Kartause brennt, müssen die Schüler löschen. Das soll quasi die Gemeinschaft zusammenschweißen, dass die Interessengegensätze ausgeglichen werden. Und dazu habe ich, ich weiß nicht, ob Sie mich sehen, ich sehe mich nämlich nicht, mit verschiedenen Regenrinnen, das ist jetzt nur mal stellvertretend dafür, eine Regenrinne, wo die Schüler dann einen Weg bereiten mussten, wo mit Kugeln, also das Wasser, zu dem gewissen Ort transportieren müssen. Und da muss man sich eben mit den Regenrinnen nebeneinander stellen, damit die Kugeln fließen und am Ende dann an dem Schild der Kartause landen. Und das soll bewirken, dass eben die Schüler kooperationsbereiter werden und sich einstimmen auf die Gemeinderatssitzung, wo sie gemeinsam Lösungen finden müssen und dass sie kompromissbereiter werden. Im Gegensatz stehen andere Spiele am Anfang, wo der Wettbewerb gestärkt wird, dass die Rivalität noch mehr aufkommt. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich schon drüber bin. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und bin ganz gespannt auf eure Fragen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Die Zeit passt, alles gut. Ja, wir öffnen die Runde für Rückfragen. Ich warte noch einen Moment, ansonsten habe ich natürlich noch eine Rückfrage. Daniel hebt die Hand. Oh, sorry, Daniel. Ja.
Ja, ich habe eigentlich ganz viele Fragen, aber das werde mich mit Theresa sowieso nochmal auseinandersetzen. Hier erstmal nur zwei. Und zwar einmal, du hast von der Reflexionsphase gesprochen, die sehr wichtig ist. Da würde mich mal interessieren, wie genau du das mit diesen Grundschülern gemacht hast. Also ich habe das nach dem Modell von Geuting gemacht, in dem die Reflexionsphase in vier Phasen aufgeteilt wird. Geuting 92 oder 2000, ich weiß gerade nicht mehr genau. Und am Anfang wird quasi das Spiel reflektiert im Ablauf, was war wann. Danach, ich weiß schon gar nicht mehr auswendig, ich kann dir auf jeden Fall eine Methode erzählen, die sehr gut war. Die heißt 1, 2, 3 vorbei. Die habe ich selber mir erdacht. Und zwar kniet man und steht man abwechselnd, also lieber 1, 2 oder 3 im Fernsehen, kennst du vielleicht. Und da wird vorher eine Frage gestellt, zum Beispiel, hat es in der Kartause wirklich gebrannt? Das ist zum Beispiel eine Ratefrage. Und dann müssen die Schüler halt, je nachdem, ob sie stehen bleiben, heißt ja, es hat gebrannt, nein, hat es nicht gebrannt. Oder ist der Feuerwehrmann echt? Damit kann man auch Medienkompetenz fördern. Und die Schüler können dann auch eigene Fragen stellen, was sie eben noch wissen wollen, ob was echt ist oder ob ich das verfälscht habe in dem Zahnspiel. Ah ja, interessant, interessant. Meine zweite Frage wäre, hattest du Kinder, die halt eigentlich gar keine Lust hatten auf das Planspiel oder so? Und wenn ja, wie geht man denn damit um eigentlich? Also oder was macht man dann? Ich hatte ein Kind, ich war nur einmal in den Klassen, ich habe es dreimal durchgeführt und ich kannte die vorher nicht. Und da hat die Lehrerin gemeint, der Junge ist generell, hat keinen Bock auf gar nichts. Und ich habe da mit dem quasi einen Vertrag gemacht, dass er was Cooles machen durfte. Also er durfte Stimmen auszählen und hat mir halt im Gegenzug versprochen, dass er dann bis dann teilnimmt, ohne zu stören. Aber es ist schwierig, gerade wenn man die Klasse halt auch nicht kennt. Dann, ja, generell kann man die Schüler natürlich zu nichts zwingen. Wenn jemand nicht lernen will, dann lernt er nichts. Und wichtig ist halt, dass er dann nicht stört. Es klingt hart, aber ich würde den dann einfach daneben setzen und sagen, das ist Programm, entweder machst du mit oder liest was, mach was anderes, aber leise. Okay. Ah ja, okay, gut. Dankeschön. Chris. Ja, Chris, ich glaube, du hast eine Frage. Ja, da würde ich ganz kurz gleich eine Anschlussfrage stellen wollen, wenn du das so sagst mit dem Vertrag. Im Englischen sagt man Immersion, also das Eintauchen in diese künstliche Welt von einem Planspiel, ist ein wesentliches Element in der Regel. Und hat sich das dann im Verlauf dann da auch verändert? Also jetzt gerade bei deiner Zielgruppe? Oder sagst du, nee, wer vorher keinen Bock hatte, hat auch hinterher keinen Bock gehabt, oder? Das weiß ich nicht. Also bis auf diesen einen Schüler waren wirklich alle begeistert und sofort dabei. Und als die Ausgangssituation lief, haben schon einige gesagt, ja, wir wollen helfen und so. Da gab es überhaupt kein Problem, in diese Spielwelt einzutauchen. Ich denke, die Kinder sind da auch nochmal näher an diesem Spielerischen einfach dran und haben da weniger Überwindungsängste. Bei dem einen Problemschüler kann ich es wirklich nicht sagen. Okay, Ulrike Schüller hatte noch die Hand erhoben. Hi Ulrike. Hallo. Ich wollte fragen, ob es die Möglichkeit gibt, die Arbeit irgendwo nochmal nachzulesen. Ob die irgendwo veröffentlicht ist oder so, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Ich glaube, der Ton kam etwas schlecht an, aber was ich verstanden habe, ist die Frage, ob die Arbeit irgendwo nachzulesen ist, ob man die irgendwo haben kann. Bei der Sachsaga wird sie veröffentlicht. Also nicht in Gänze, aber tatsächlich wird sozusagen die Zusammenfassung der Arbeit in einem Sammelband veröffentlicht. Der kommt wahrscheinlich Ende des Jahres oder ganz Anfang nächsten Jahres raus. Genau. Aber ich denke, wer die Arbeit haben möchte, darf sich vielleicht an Theresa wenden, ohne das. Also, ich schreibe mal meine E-Mail nochmal in den Chat. Ja, okay. Wobei, wir sind gerade in der Aufzeichnung. Vielleicht machen wir das nachher im Laufe der Tagung. Gibt es ja bestimmt auch Gelegenheit. Genau. Also okay. Ich kann mich gerne erreichen und ich freue mich, wenn das Thema weitergetragen wird und wenn viele Planspiele in der Grundschule durchgeführt werden. Ja.
Sehr, sehr, sehr schön. Spannende Frage. Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage und nachher wird es auch nochmal Gelegenheit geben, alle Preisträgerinnen und Preisträger nochmal kurz zu interviewen, zu befragen. Du hast es schon gesagt, die Kinder, die sind direkt im Spielen drin, die sind da direkt drin. Wie gut funktioniert das, dass die auch tatsächlich in ihrer Rolle bleiben? Also, dass die Partei, die Gartenfreunde oder die Partei, die Senioren tatsächlich sozusagen ihre Position beibehalten und das ins Planspiel tragen? Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ich muss sagen, ich habe auch auf die erste Pause verzichtet, um quasi in der Simulation zu bleiben. Dass da relativ lange sie eben in dem Kontext sind. Allerdings, wenn es dann um die Abstimmung am Schluss ging, haben dann einige doch eher mit ihren persönlichen Interessen abgestimmt. Zum Beispiel haben die Senioren dann gejubelt, als ein Partykeller beschlossen wurde. Da sieht man dann halt schon, dass da noch Handlungsbedarf ist. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben die sich schon sehr bemüht, da drin zu bleiben und auch sich einzuarbeiten eben in die Rolle und die zu finden. Okay, sehr schön. Ja, und wer sagt denn eigentlich, dass Senioren kein Partykeller wollen? Also das ist auch... Ja, allein Keller, Treppen, Rollstuhl, schwierig. Alles klar, wunderbar. Theresa, wir danken dir an dieser Stelle ganz herzlich. Sehr gerne, danke auch. Und Matze, ich gebe das Wort weiter an dich. Danke, ich versuche jetzt mal hier meinen Bildschirm zu teilen und hoffe, dass das mit der Technik auch funktioniert. So, jetzt muss ich nur noch diese Präsentation irgendwie... So, ist die Präsentation jetzt bei euch auch gestartet? Perfekt, sieht super aus. Sehr schön. Ja, dann auch von mir nochmal ein Hallo aus Stuttgart in die Zentrale nach Stuttgart. Ich bin gar nicht so weit weg, aber natürlich auch an alle anderen Orte, wo die Menschen jetzt zugeschaltet sind. Helmpflicht, auch beim Fahrradfahren, das ist das Planspiel, das ich in meiner Masterarbeit, das politische Planspiel in der Grundschule, eine theoriegeleitete Entwicklung von Unterrichtsmaterial entwickelt habe. In der Kurzpräsentation möchte ich jetzt kurz einfach auf die Zielsetzung der Arbeit, die dafür gegebenen Voraussetzungen, wie ist das Ganze entstanden und entwickelt worden und dann natürlich auch auf das Planspiel selber eingehen. Mein Grundschullehramtsstudium hat natürlich die Ausrichtung der Arbeit insofern vorgegeben, dass die Arbeit auch einen Nutzen für die spätere Praxis haben sollte. Wie vorher schon erwähnt, leider hatte ich noch nicht die Möglichkeit, das in der Praxis durchzuführen, aber das soll natürlich definitiv mit am Ende dabei sein. Und so war das Ziel, orientiert an der Theorie, ein politisches Planspiel für die Grundschule auf bundespolitischer Ebene zu entwickeln, mit dem Fokus auf der Gesetzgebung. Politik in der Grundschule, ein politisches Planspiel in der Grundschule, was, du hast Sachunterricht mit Schwerpunkt Politikwissenschaft studiert. Solche Fragen, die sind mir durchaus das ein oder andere Mal untergekommen, während meines Studiums oder auch jetzt im Nachgang noch, die Frage, wie ist es möglich, in der Grundschule das Ganze umzusetzen? Man kann da mehrere Argumentationspunkte anführen. Einmal ist es curricular verordnet im Bildungsplan, in anderen curricularen Papieren. Das heißt, wir haben als Grundschule auch den Auftrag, politische Bildung in die Klassen zu bringen, auch für Grundschulkinder. Und darüber hinaus gibt es auch mehrere Untersuchungen, zum Beispiel von Asan und Burt oder auch von Götzmann, die gezeigt haben, dass bereits Grundschulkinder über ein Politikbewusstsein verfügen. Kinder leben in der politischen Welt, bekommen das auch mit, haben auch politisches Vorwissen. Und deshalb ist Politikunterricht in der Grundschule oder politische Bildung in der Grundschule möglich, vielmehr aber sogar notwendig, um dann diese Vorstellungen und die Kompetenzen der Kinder auch weiterzuentwickeln. Wenn man in die Planspielwelt schaut, zumindest so wie ich das wahrgenommen habe, gibt es auch sehr bekannte Planspiele für die Grundschule im Politikbereich auf der kommunalen und auf der europapolitischen Ebene. Zum Beispiel eine Straße für Felddorf auf der kommunalen Ebene oder auch die PEP-Planspiele zur handlungsorientierten EU-Vermittlung auf der europäischen Ebene. Auf der Bundesebene habe ich in dem Sinne dann nichts gehört und gesehen während des Studiums und mir dann aber gedacht, ja, bundespolitische Entscheidungen haben schon auch Auswirkungen auf den Alltag der Kinder. Deshalb habe ich mich letztlich dann auch dafür entschieden, das Planspiel auf dieser Ebene anzusiedeln. Genau, wie bereits erwähnt, wurde die Arbeit theoretisch aufbereitet, beziehungsweise die Planspielmethode theoretisch dargestellt. Da gehe ich jetzt gar nicht so
nah drauf ein. Natürlich wurde dann auch nochmal die politikdidaktische Herangehensweise für die Grundschule, aber auch das Planspiel für die Grundschule in der Arbeit dargestellt. Letztlich habe ich mich dann für das Planspiel, das ich entwickelt habe, für eine didaktische Herangehensweise entschieden, die das genetische Lehren und Lernen in den Mittelpunkt stellt. Da geht es eben vor allem darum, dass die Kinder durch politische Elementarphänomene, beziehungsweise dass sie durch exemplarische Phänomene in ihrem Lebensalltag, dass sie die entdecken und dann letztlich daraus lernen. Also dass wir als Lehrkraft nicht das Ganze vorsetzen, sondern dass sie aus ihrem Lebensumfeld kleine Dinge herausziehen, die aber eine große Wirkung haben, denn in diesen politischen Elementarphänomenen in der Mikrowelt der Kinder ist es möglich, dann auch einen Brückenschlag in die Makrowelt der politischen Entscheidungsfindung und die politischen Prozesse zu finden. Zumindest ist das das Ziel auch mit dem Planspiel, wo dann auch ein Stück weit Institutionenkunde mit drinsteckt. Wir sind dann ja auf bundespolitischer Ebene in der Gesetzgebung, spielen da ja einige Institutionen auch eine Rolle. Wichtig ist, dass dieses Planspiel grundsätzlich auch in eine ganze Unterrichtseinheit eingebettet wird, um einfach auch die bundespolitische Ebene breiter darzustellen. Da habe ich in meiner Arbeit auch einen Vorschlag gemacht, in was für einen Kontext man das setzen könnte. Genau, ganz kurz, das Planspiel behandelt letztlich die Gesetzgebung auf bundespolitischer Ebene, in der die Kinder eine aus ihrem Alltag herausgegriffene Thematik in einem Gesetzesentwurf vorgelegt bekommen und dann in Form dessen, dass sie in Rollen von Abgeordneten oder Interessenvertreterinnen oder Interessenvertreter schlüpfen, das Ganze ausdiskutieren und letztlich zu einer Entscheidung kommen. Ich möchte gern das Planspiel einmal ein bisschen vorstellen. Es sieht vielleicht ein bisschen viel und unübersichtlich aus, aber wir gehen Schritt für Schritt ganz kurz durch, wie das Ganze tatsächlich dann ablaufen würde, um einfach ein bisschen zu verstehen, was die Idee dahinter ist. Zu Beginn der Unterrichtsstunde oder des Planspiels ist es so konzipiert, dass es in ca. 200 Minuten durchzuführen ist. Einfach aus dem Grund, dass man keine ganze Projektwoche in der Schule braucht, aber auch nicht die ganze Schule, sondern dass man sich auf eine Schulklasse an einem Vormittag konzentrieren kann, werden die Kinder mit einer Alltagssituation konfrontiert. Vorher wurde es schon angesprochen, in der vierten Klasse steht häufig auch die Verkehrserziehung an. Die Frage, wie gehen wir mit dem Helm um? Und es wird eine Situation dargestellt, das kann die Lehrkraft dann je nach Klasse auch unterschiedlich machen, wo es um eine Familiensituation geht. Eine Familie sitzt am Frühstückstisch und es fehlt noch der geliebte Käse. Und die jüngere Tochter, gerade Verkehrserziehung in der Schule gehabt, sagt, okay, kein Problem, ich fahre kurz mit dem Fahrrad und kaufe im Supermarkt noch Käse. Die Mutter sagt, ja, bitte nimm den Helm mit. Du weißt ja, Helm ist Pflicht und so weiter. Und der große Bruder schreitet ein und sagt, nein, das stimmt doch eigentlich gar nicht. Es gibt gar keine Helmpflicht. Und so kommt die Familie ins Diskutieren. Die jüngere Tochter ist erstmal vor den Kopf gestoßen, sagt, das kann doch nicht sein. Ich habe doch gelernt, ich muss einen Helm aufsetzen. Und letztlich stellt sich heraus, okay, es gibt tatsächlich keine Helmpflicht. Es geht einfach darum, dass die Schülerinnen und Schüler dann zu dieser Situation auch Stellung nehmen und vielleicht auch von eigenen Erfahrungen diesbezüglich erzählen und sich so einen sehr lebensnahen Einstieg erhalten und in ihrem Umfeld abgeholt werden. Dabei werden sie möglicherweise allerdings auch mit einer fremden Situation konfrontiert. Also die Tatsache, dass es tatsächlich keine Helmpflicht gibt, ist vielleicht für manche neu und führt zu so einer sogenannten Deutungskrise. Die ist allerdings in der genetischen Politikdidaktik auch durchaus gewollt, um eben die Kinder zu der Sache zurückzuführen, damit sie sich damit beschäftigen, Fragen stellen und das Ganze neu beobachten. Bei der Nennung der Rahmenbedingungen geht es darum, dass die Lehrkraft die aktuelle Lage und Situation ein bisschen darstellt zu dem Thema Fahrradhelmpflicht. Einfach damit die Kinder elementare Einsichten erhalten und auch eine Begriffsbildung vornehmen können. Da geht es dann um so Begriffe wie Gesetz, Verbot, Pflicht. Das sind ja auch alles Begriffe, die in der Alltagswelt der Kinder durchaus vorkommen, sodass da ein Basiskonzept und Elementarphänomene auch aufgegriffen werden können. Genau, das spielt dann ja auf der institutionellen Ebene auch des Bundestages und so stellt die Lehrkraft das, wie gesagt, eingebettet in die Unterrichtseinheit nochmal kurz vor. Da geht es aber eher um organisatorische Punkte, weil die tatsächlich inhaltlichen Prozesse dann ja im Planspiel durchlaufen werden. Für einen erfolgreichen Ablauf eines Planspiels, nicht nur in diesem, ist immer eine Spielerklärung notwendig, die detailliert und aussagekräftig ist. In der Grundschule natürlich nochmal wichtiger, dass da auch mit Visualisierungen gearbeitet wird, damit die Kinder ganz klar wissen, was ist meine Aufgabe. In dem konkreten Planspiel, Helmpflicht auch beim Fahrradfahren, wird dann dieser Gesetzesentwurf von der Lehrkraft vorgestellt.
sodass die Kinder wissen, um was es geht. Der Gesetzesentwurf sieht in dem Sinne vor, dass eine Fahrradhelmpflicht eingeführt werden soll. Und diese Frage diskutieren die Kinder dann nach der Rollenverteilung in ihren Rollen. Bezüglich der Rollenverteilung gibt es entweder sind die Kinder Abgeordnete in Fraktionen, da gibt es zum Beispiel die Gepunkteten oder die Gestreiften. Und innerhalb einer Fraktion gibt es dann vier verschiedene Schwerpunkte, Expertinnen und Experten, zum Beispiel für das Thema Finanzen und Wirtschaft oder für das Thema Gesundheit, das Thema Freiheitsrechte oder das Thema Verkehr. Oder wenn die Kinder keine Abgeordneten in Fraktionen sind, dann sind sie entweder eine Interessenvertreterin oder ein Interessenvertreter und vertreten da zum Beispiel eine Ärztekammer oder ein Unternehmen, das quasi Fahrradhelme herstellt und gehen dann später in den Ausschüssen zu den Abgeordneten und bringen da ihre Meinung ein. Die Kinder haben dann Zeit, sich in ihre Rolle einzulesen, sich damit zu identifizieren und dann ganz wichtig, bei der Rollenübernahme auch ein mitgebrachtes Verkleidungsstück anzulegen, um sich bewusst in diese Rolle hineinzugeben und deutlich zu machen, okay, wir sind jetzt nicht mehr Max und Moritz, die hier nebeneinander sitzen, sondern ich bin jetzt der Herr so und so und ich bin der Herr oder die Frau so und so als Politikerin oder Politiker, um da eine klare Trennung zu haben. Wenn die Kinder sich erstmal informiert haben, dann gehen die in ihre erste Fraktionsbesprechung, in ihre erste Fraktionssitzung, wo sie sich einen ersten allgemeinen Überblick verschaffen. Wir als Fraktion, wir stehen grundsätzlich dafür. Und dann gibt es natürlich auch eine erste Lesung, eine erste Plenarsitzung, in der dann alle zusammenkommen und jede Fraktion so ein bisschen vorstellt, für was sie so grundsätzlich stehen, damit die Kinder erstmal einen Überblick erhalten, um was es eigentlich geht. Danach gehen die Kinder dann in die erste Verhandlungsphase, in die Ausschüsse. Da gibt es dann eben den Ausschuss für Gesundheit, für Finanzen und so weiter, wo dann die Expertinnen und Experten der einzelnen Fraktionen zusammenkommen und sich thematisch mit dem Gesetzesentwurf auseinandersetzen und sich dann positionieren und überlegen, wie stehen wir dazu, haben wir Änderungsvorschläge, wollen wir das so beibehalten. Dafür gibt es eine knappe halbe Stunde Zeit. Für diese Verhandlungsphasen gibt es auch Diskussionspapiere, an denen sich die Kinder orientieren können, wo dann Impulse einfach dabei sind, damit die Kinder auch einen roten Faden für die Gesprächsführung haben. In der Fraktionssitzung danach wird dann natürlich nochmal abgestimmt, was wurde jetzt diskutiert, wie können wir damit umgehen, wie gehen wir als Fraktion in die nächste Verhandlungsphase, in die Verhandlungsphase 2, nochmal in die Ausschüsse, wo die Ausschüsse dann aber auch wirklich schon entscheiden sollen, das ist nachher unser Standpunkt, das wollen wir dann in der zweiten Plenarsitzung auch einbringen. Und bevor die dann stattfindet, gibt es nochmal eine kurze Rücksprache in den Fraktionen, sodass dann die zweite und auch die dritte Plenarsitzung stattfinden können. Da äußern sich alle Ausschüsse und es gibt gegebenenfalls Änderungsvorschläge, über die abgestimmt wird und letztlich dann auch die Endabstimmung. Ganz wichtig in dieser Phase im gesamten Planspiel sind auch Pausen. Die sind natürlich einfach als Pause wichtig, aber auch als informelle Gesprächsanlässe eine gute Möglichkeit, dass die Kinder auch da auf einer anderen Ebene, wie in jetzt einer Ausschusssitzung, miteinander ins Gespräch kommen und da vielleicht auch Entscheidungen getroffen werden. Die Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sind während den Ausschüssen unterwegs und gehen von Ausschuss zu Ausschuss und bringen da ihre Standpunkte ein. Ganz wichtig dann, wenn am Ende die Abstimmung getroffen wurde, dass die Kinder wieder aus ihrer Rolle schlüpfen, die Verkleidung ablegen. Und das ist natürlich eine Herausforderung in der Grundschule, das hat die Theresa vorher auch schon angesprochen, dass man tatsächlich auf die Metaebene geht und da es schafft, sich auch wieder auf eine Reflexions- und Beobachtungsebene zu begeben. Das heißt, die Reflexionsphase, das Debriefing, ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil, denn hier entscheidet sich eigentlich erst der Lerneffekt beziehungsweise auch das, was die Kinder mitnehmen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass die Lehrkraft das gut vorbereitet und auch strukturiert. Jetzt in meiner Überlegung ist es so, dass die Kinder sich erstmal frei äußern können, dass eventuell auch Streitigkeiten nochmal auf einer anderen Ebene geklärt werden können, dass vielleicht auch nochmal die eine oder andere Rolle dargestellt wird, damit die Kinder nachvollziehen können, okay, deshalb hat er so gehandelt. Und dann kann es aber auch noch, oder gibt es auch vorbereitete Impulskärtchen, wo dann Begriffe draufstehen, zu denen sich die Kinder äußern können, sodass am Ende diese ganze Spielphase reflektiert werden kann hinsichtlich des Ausgangsphänomens in der Mikrowelt. Und dann haben die das ja in der politischen Makrowelt in dem Sinne durchgespielt. Letztlich geht es aber auch darum, dass die Kinder dann wieder den Link nach vorne bekommen und überlegen können, okay, was heißt das für mich in meinem Alltag? Wo kann ich mich da in politische Partizipationsprozesse einbringen?
oder wie kann ich auch ja, einfach diese Prozesse, die da stattfinden, für mich selber anwenden. Noch ein kurzer Einblick in die Materialien des Planspiels. Auf der linken Seite sieht man die Rollenkarten von einer Fraktion. Das sind dann so gefaltete Rollenkarten. Zum Beispiel jetzt hier von den Gestreiften. Da gibt es dann die ersten drei und die letzten zwei Kärtchen sind für alle Mitglieder dieser Fraktion. Und dann gibt es je nach Schwerpunkt eben nochmal eine extra Karte, wo dann für zum Beispiel den Abgeordneten oder die Abgeordnete für Freiheitsrechte bestimmte Impulse draufstehen. Oben rechts sieht man das Diskussions- oder die Diskussionspapiere für die einzelnen Ausschüsse, wo wie gesagt so ein Leitfaden mit dabei ist. Unten rechts dann noch eine Rollenkarte der Interessenvertreterinnen. Ja, hier ist zum Beispiel für die Vertreterin oder den Vertreter der Fahrradfahrerinnen. In diesem Sinne habe ich jetzt versucht, mein Planspiel ein bisschen vorzustellen. Ich hoffe, man hat einigermaßen die Logik verstanden, auch die Intention quasi aus der Alltagswelt, aus der Lebensrealität der Kinder, einen Brückenschlag in ein sehr komplexes Feld, die institutionelle Ebene auf bundespolitischer Ebene zu finden und trotzdem das nahbar für die Kinder zu machen, sodass dann am Ende ein Mehrwert auch dabei herauskommt. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an alle, die mich unterstützt haben in der Arbeit, natürlich auch nochmal an die Jury, die das gewählt hat. Das hat mich auch sehr gefreut. Also. Ja, Matze, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in deine Arbeit, für diesen sehr verständlichen Einblick in deine Arbeit. Und jetzt ist natürlich nochmal, haben wir nochmal so ein paar Minuten Zeit, um mit Matze ins Gespräch zu kommen. Die Runde ist eröffnet für Nachfragen. Ja, Thomas Franke, hallo. Ja, hallo in die Runde. Matze, erstmal mein Kompliment für diese tolle Arbeit, die wirklich besticht durch sehr viele Details, an die du gedacht hast. Meine Frage erstmal ist, was ist denn die Mindestteilnahmezahl und die maximale Teilnahmezahl in einer Schulklasse und hast du auch an einen Rollenverteilungsschlüssel gedacht? Ja, vielen Dank erstmal. Gute Frage. Ich bin quasi davon ausgegangen, dass in der Regel eine Grundschulklasse zwischen 18 und 28 Kinder hat. Das wäre quasi die Optimalbesetzung. Allerdings habe ich auch einen Schlüssel aufgestellt, dass man mit mindestens 16 Kindern spielen muss und maximal 29 Kinder möglich sind. Ich glaube, kurze Nachfrage, das heißt, die Materialien wären dann auch da, also mit 29 Rollen hättest du das dann ausstaffiert? Genau, also wenn es ganz wenige sind, dann fallen die Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter weg, das übernimmt dann die Lehrkraft in einem kleineren Ausmaß. Wenn es jetzt tatsächlich mehr Kinder sind, dann gibt es zum Beispiel zwei Gesundheitsexperten pro Fraktion, die dann letztlich sich, weil das Thema am größten, sage ich mal, inhaltlich dargestellt ist. So. Ja, vielen Dank. Ich glaube, in deiner Arbeit gibt es auch so eine größere Übersicht, wo man das tatsächlich sieht, was man quasi als Lehrkraft machen kann oder sollte, wenn, ich weiß nicht, 25 Kinder da sind oder wie auch immer. Genau. Ja, weitere Rückfragen. Theresa. Mich würde interessieren, wie du auf das Thema gekommen bist. Gute Frage. Also die Gesetzgebung fand ich selber einfach interessant, weil es ja doch auch teilweise sehr unübersichtlich und vielschichtig ist und da selber auch erstmal einen Durchblick zu erhalten. Also Planspiel an sich fand ich selber schon immer interessant, deswegen habe ich mich dann nach dem Studium mehr damit beschäftigt. Dann eben die bundespolitische Ebene und das Thema Fahrrad. In dem Sinne, also ich fahre selber ganz gern Fahrrad und hatte auch in meinen Praktika immer mal wieder die Verkehrserziehung bekommen. Und da hat sich dann das Thema Fahrradhelm angeboten, weil es eben auf die bundespolitische Ebene passt, gleichzeitig aber so nah an den Kindern dran ist. Also so eine Mischung aus eigenen Interessen und der Überlegung, was könnte da gut passen. Ja, sehr spannend. Diese Rückfrage hätte ich auch gehabt, weil ich das tatsächlich, also es ist ein super einfaches Thema, das geht irgendwie alle etwas an, aber es ist gleichzeitig ein Thema, das tatsächlich irgendwie weltweit zum Tragen kommt und für Kinder absolut treffend ist und quasi auch übertragbar wäre, sozusagen an absolut jede Grundschule, vielleicht sogar weltweit, natürlich nicht mit deutscher Bundespolitik, aber mit ähnlichen Verfahren. Sehr spannend. Weitere Wortmeldungen, weitere Rückfragen
zu Matzes Arbeit. Ja, Thomas Franke hat noch ein Feedback oder eine Rückmeldung, eine Frage. Genau, A natürlich die Materialien, inwiefern die schon vorliegen, ob es da, ich sag mal, nur ein Set gibt. Dann natürlich auch die Frage der Veröffentlichung, läuft es über die Sachsaga? Weil natürlich wir als Landeszentrale in Baden-Württemberg, wenn es natürlich auch in Baden-Württemberg gespielt werden könnte, da auch interessiert sind, im Rahmen unserer politischen Bildungsarbeit dann natürlich mit einzusteigen. Aber ich habe Matze schon vorher mal einfach meine E-Mail geschrieben. Da sollten wir uns also, ich sag mal, zeitnah austauschen, weil wir immer für das kommende Schuljahr natürlich dann unsere Angebote erstellen. Und wir sind wirklich in der Fläche unterwegs, also Grundschule und Sekundarstufe 1 und 2. Genau, also die genaue, also das, was vorher schon erwähnt wurde, eine Zusammenfassung wird es dann in dem am Ende des Jahres mit der Sachsaga geben. Die Materialien liegen in dem Sinne als PDF vor. Die sind natürlich jetzt nicht in dem Sinne schon, also man kann das auf unterschiedliche Art und Weise machen. Man kann einfach mit der PDF arbeiten und das ausdrucken. Man kann natürlich das aber auch noch irgendwie auflegen. Wie das jetzt mit der Veröffentlichung genau ist, da habe ich mir jetzt noch keine abschließenden Gedanken gemacht, aber ich habe ja Ihre E-Mail-Adresse, Herr Franke, dann würde ich mich einfach mal bei Ihnen melden. Genau, sehr schön. Wenn sich hieraus noch irgendwie Synergien ergeben, das Ganze noch etwas größer aufzuziehen, dann sehr gerne. Da kann man sich ja nochmal absprechen. Wir kommen noch zu einer letzten Frage und dann gehen wir weiter zur Präsentation des Sonderpreises. Aber Julika Stenzel hat noch eine Frage. Genau, ich wollte nochmal nachfragen nach den genauen Aufgaben dieser Interessenvertreter, gerade auch später in der Plenarsitzung, wo dann entschieden ist, wird. Meine Erfahrung mit Jugendlichen ist, dass gerade bei solchen Parlamentssachen die Interessenvertreter früher oder später anfangen, sich zu langweilen bzw. auszusteigen aus dem Spiel, weil sie sagen, ich kann ja am Ende eh nichts entscheiden, was soll ich denn hier machen? Und da würde mich interessieren, wie du diese Rollen ausgestaltet hast. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Der Plan ist, dass die Plenarsitzungen von der Zeit her gar nicht die Hauptzeit einnehmen, sondern dass das meiste eigentlich in den Runden davor stattfindet. Also ich habe es ja tatsächlich noch nicht ausprobiert, deswegen ist es für mich auch noch ein bisschen eine offene Frage. Ich glaube, in der Grundschule ist tatsächlich die Möglichkeit sehr hoch, auch mit entsprechender Kommunikation den Kindern gegenüber die Wertschätzung ihrer Rolle auszudrücken und sie dadurch auch in ihrer Wichtigkeit zu bestärken. So. Ja. Ja, vielen Dank dafür. Bevor wir weitergeben an Chris bzw. die Maria, möchte der Friedrich noch ganz kurz etwas zur Publikation sagen. Genau, also die Schriftenreihe vom Zentrum für Management-Simulation im Zusammenhang mit der Sachsaga, das ist, da freuen wir uns dann über den Beitrag, ganz klar. Aber es ist keine Schriftenreihe, wo die ganzen Materialien etc. Drin veröffentlicht werden oder in irgendeiner Weise. Also da steht, also wir freuen uns unheimlich als Jury, als ZMS, wenn das Ganze von der Landeszentrale genutzt werden würde, wenn da der Kontakt da wäre und es genutzt wird. Wunderbar, wäre natürlich toll, besser könnte es für den Preis und den Sinn des Preises gar nicht funktionieren. Das widerspricht der Publikation gar nicht. Aber die Publikation ersetzt nicht irgendeinen Austausch von PDFs und so weiter. Das machen wir gar nicht. Das ist ja ein Sammelband, wo 5 bis 10 Arbeiten auf 10 bis 20 Seiten jeweils vorgestellt werden, aber eben keine Materialsammlung in irgendeiner Form. Also von dem her, Matze, Thomas Franke, tauscht euch aus. Und wenn es dazu was kommen würde, ganz toll nochmal. Das muss mit uns überhaupt nicht abgestimmt werden. Wenn sowas rauskommt, wir freuen uns natürlich dann mal davon zu hören, ganz klar. Aber das ist völlig losgelöst von der Publikation in der ZMS-Schriftenreihe. Okay, sehr schön, Friedrich. Herzlichen Dank dafür. Und dann, Chris, übergebe ich das Wort an dich. Schön, vielen Dank, Tobias. Auch von mir nochmal hallo in die Runde. Von einem wichtigen Thema Helmpflicht zum nächsten wichtigen Thema. In der letzten Zeit etwas da niederliegend und seit 2020 wieder am Neuerfinden sozusagen Flughafenmanagement und Flugverkehr. Maria, the stage is yours. Berichte uns von deinen Erkenntnissen, die du in deiner Dissertation gezogen hast.
Super, herzlichen Dank, Chris, für die einführenden Worte und natürlich auch Dankeschön, dass ich in diesem Rahmen nochmal mein Promotionsthema vorstellen darf. Ich hoffe, ihr, Sie könnt alle die entsprechenden Folien gerade sehen. Wir müssen uns nochmal so ein bisschen in die Pre-Corona-Zeiten bewegen. Vielleicht kann der ein oder andere noch die folgende Situation erinnern. Man befindet sich an einem Flughafen und freut sich auf den beginnenden Boarding-Prozess. Doch plötzlich hört man die folgende Nachricht. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Boarding verschiebt sich. Wir erwarten in 30 Minuten ein Update. Ich habe die Situation bereits zahlreiche Male erleben dürfen und hatte im Rahmen meiner Promotion, also es ist wirklich ein ganz anderes Thema zu den vorherigen Themen und Abschlussarbeiten, die hier beschrieben wurden, aber es zeigt nur, wie bunt die Planspielwelt ist. Naja, nichtsdestotrotz habe ich im Rahmen meiner Promotion einmal hinter die Kulissen eines Flughafens schauen dürfen. Und was sieht man dort? Man sieht ganz unterschiedliche Interessensgruppen, die ich auch einmal zusammengefasst auf diese Folie gepackt habe. Und diese Interessensgruppen haben ganz verschiedene Aufgabenbereiche und Zielvorgaben. So kümmert sich die Flughafenvertretung zum Beispiel um die optimale Nutzung aller Kapazitäten eines Flughafens. Die Flugsicherung, wie der Name es schon vermuten lässt, gewährleistet oder hat das Ziel, die Sicherheit des Luftverkehrs und des Rollverkehrs am Boden zu gewährleisten. Die Fluggesellschaften verfolgen natürlich das Ziel, die betrieblichen Prozesse der einzelnen Flüge so stabil wie möglich zu halten. Und die Bodenabfertigung sorgt dafür, dass die eigenen Kapazitäten termingerecht und optimal genutzt werden und das Ganze im Auftrag der Fluggesellschaften. Was sehen wir also? Verschiedene Interessensgruppen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen und verschiedenen Zielvorgaben. Sie müssen allerdings bis zu einem bestimmten Grad Entscheidungen treffen, gemeinsame Entscheidungen binnen kürzester Zeit. Und ich habe mir einmal die Frage gestellt, inwieweit denn Emotionen Einfluss auf diese Entscheidungsprozesse bei europäischen oder ob Emotionen einen Einfluss auf diese Entscheidungsprozesse bei europäischen Flughafenmanagern haben, habe dazu einen Online-Fragebogen an verschiedene europäische Flughafen gesandt und möchte einmal 4 exemplarische Antworten präsentieren. Beginnen wir mit dem ersten Statement. Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir kennen dieses Zitat vielleicht auch aus einem anderen Kontext und es ist natürlich keine direkte Antwort auf meine Frage, aber ich glaube, wir alle verstehen den negativen O-Ton. Weiteres Zitat sagt, dass sowas wie Ärger über Ignoranz von Kollegen dazu führte, dass ich meine Unvoreingenommenheit verloren habe und ich latent unfair wurde. Weiteres Zitat spricht über Frustration und Überforderung und eben darüber, dass diese Zustände zu einem Erstarren und einem Nichthandeln geführt haben und auch die Energie geraubt worden ist, nach einer besseren Lösung zu suchen, was natürlich gerade in einer so sicherheitskritischen Domäne wie dem Luftverkehr, wie dem Flughafenmanagement als ganz, ganz besonders wichtig zu erachten ist. Wir sehen aber auch die Gegenseite, die sagt, nee, also wir arbeiten hier in einem hochprofessionellen Umfeld und wir dürfen und es uns gar nicht erlauben, durch Emotionen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst zu werden. Und ich denke, diese Statements, die ich nochmal in Erinnerung, um es in Erinnerung zu holen, von europäischen Flughafenmanagern erhalten habe, zeigen besonders die Motivation, sich mit dem Thema rund um den Einfluss von Emotionen auf Entscheidungsprozesse innerhalb von Teams für den Bereich des Flughafenmanagements näher zu beschäftigen. Und in den letzten Stunden sind ganz unterschiedliche Orte gefallen, wo ich dann denn was gemacht habe. Und ich dachte, es ist ganz gut, um das nochmal so ein bisschen zu lokalisieren. Ich habe in Magdeburg Psychologie mit Fokus auf Mensch-Technik-Interaktion studiert, durfte dann am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ich werde es jetzt DLR nennen, am Institut für Flugführung in Braunschweig meine Promotion anfertigen dürfen, die Versuche durchführen dürfen, habe dann am Karlsruher Institut für Technologie promovieren dürfen. Es freut mich ganz besonders, denn heute ist auch meine Erstgutachterin, Frau Professor Demel, anwesend. Also Frau Demel, hallo, herzlich willkommen. Und dann bin ich derzeit an der Technischen Universität Delft in den Niederlanden tätig, also irgendwo zwischen Den Haag und Rotterdam. Und natürlich in den Niederlanden spielt die Fahrradhelmpflicht, wenn es denn eine Pflicht geben würde, auf jeden Fall, das Fahrradfahren ist auch ein ganz zentrales Thema. Von daher, Matze, sehr, sehr spannendes Thema. So, und am Tag meiner Verteidigung, wir haben es ja schon gesehen, sah ich ungefähr so aus. Und ich habe lange überlegt, wie ich denn dieses doch nicht unbedingt sehr dünne Buch in jetzt noch vielleicht 5-6 Minuten zusammenfassen kann. Und bin halt zu dem Ergebnis gekommen, dass doch meine ehemaligen Kollegen am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, am DLR, einen sehr guten Job gemacht haben mit der Gestaltung des Doktorhutes. Und ich probiere mal, meine das anhand des Doktorhutes zusammenzufassen.
zumindest die zentralen Elemente davon. Alles andere wäre in der Kürze der Zeit dann doch schwierig umzusetzen. Also wir befinden uns noch immer an einem Flughafen. Sie sehen hier zentrale Elemente, wie die Flugsicherung abgebildet durch einen Tower, natürlich Flugzeuge, Start-Landebahn, die Bodenabfertigung, die damit beschäftigt ist, das Gepäck von A nach B zu befördern, aber eben auch Passagiere von A nach B zu bringen. Wir sehen Personal und dann eben auch entsprechende Passagiere. Und Sie können sich bestimmt vorstellen, dass ich nicht unbedingt oder nicht mal so einfach nach Frankfurt oder München oder Amsterdam zum dortigen Flughafen gehen kann, um Emotionen wie Frustration zum Beispiel zu beeinflussen. Wir sprechen in der Psychologie zu induzieren oder nennen es die Induktion von Emotionen. Das ist aus ethischen und sicherheitskritischen Aspekten keine gute Idee. Das heißt, ich musste über eine Methodik nachdenken, die es mir eben ermöglicht, Flughafenmanagement-bezogene Prozesse in einem sicheren Umfeld zu modellieren, abzubilden. Und natürlich habe ich mich für den Planspielansatz entschieden und habe das Planspiel Decide entwickelt, was, wie ja schon gesagt wurde, ich als Forschungsinstrument, Forschungsumgebung genutzt habe. Ich habe noch eine separate Folie zu dem Planspiel vorbereitet, werde das die Beschreibung jetzt also hier recht kurz halten. An sich die Forschungsumgebung, die es mir eben ermöglicht hat, bestimmte Interessensgruppen, Flughafenmanagement-bezogene Entscheidungen treffen zu lassen. So, wir haben also die Forschungsumgebung. Und nun stellt sich natürlich die Frage, ist es sinnvoll, hier spezifische Emotionen auszuwählen? Ich denke, jeder von uns hat schon mal Emotionen erfahren, positive, negative. Da gibt es natürlich eine Bandbreite an Emotionen, die man untersuchen kann. Und ich habe im Rahmen einer Online-Studie eben genau diese Frage adressiert. Und um das ganz kurz zusammenzufassen, Freude und Frustration sind letztendlich die Emotionen, die ich im weiteren Verlaufe meiner Experimente untersucht habe, eben weil als Ergebnis der Online-Studie herauskam, dass die zentralen Emotionen im europäischen Flughafenmanagement, zumindest für die Leute, die ich befragt habe, zu sein scheinen. So, wir haben die Umgebung. Wir wissen, dass Freude und Frustration zentrale Emotionen in diesem Anwendungskontext sind. Doch wie kann ich dann in einer sicheren Umgebung diese Emotionen beeinflussen, induzieren? Auch dafür gibt es ganz unterschiedliche Methodiken in der Psychologie. Wir können Musik wählen. Wissen wir ja selbst aus eigener Erfahrung, dass uns Musik vielleicht auch mal in einen anderen emotionalen Zustand versetzt, sei es positiv oder was anderes. Es gibt Texte, es gibt Bilder. Ich habe eben auch versucht, so ein bisschen für den Luftverkehr spezifische Methodiken zu entwickeln und eine Kombination verschiedener Verfahren angewandt, um dann innerhalb eines Teams, welches das Planspiel Decide spielt, die Emotionen Freude und Frustration induzieren zu können und das auch über eine bestimmte Zeit. Also ich denke, eine Session hat ungefähr 4 Stunden gedauert und da bedarf es dann schon verschiedene Methodiken, um Emotionen auch über eine zeitliche Konstante aufrechterhalten zu können. Und wir sind natürlich hier in einem Wissenschaftstrack, das heißt, ich habe nicht nur etwas induziert, beeinflusst, sondern ich musste natürlich auch empirisch nachweisen, dass die Induktion erfolgreich war und man kann sich das eigentlich ganz gut als Sequenz vorstellen. Decide ist ein rundenbasiertes Planspiel, das heißt, vor dem Beginn einer Runde von Decide habe ich Freude oder Frustration oder eben in einer Kontrollgruppe keine dieser beiden Emotionen induziert. Ich habe die Teilnehmenden das Planspiel, ja, Decide spielen lassen und im Anschluss dann eben gemessen, ob die Emotionsinduktion erfolgreich war und wie die induzierten Emotionen auf das Spielgeschehen wirken. Auch hier unterschiedliche Methodiken, wie man das machen kann. Ich denke, jeder kennt Fragebögen, die bestimmte Dinge erfragen. So kann man eben auch nach dem emotionalen Zustand fragen, hat alles Vor- und Nachteile. Vielleicht kann der ein oder andere hier auf dem Bild vorne eine Gesichtskamera erahnen, denn ich habe nebst Fragebögen mich noch auf die Gesichtsbewegungen der Probanden gestützt und geschaut, ob man hier auch Aussagen ziehen kann zwecks emotionalem Zustand. Ganz spannendes Thema, wie ich finde. Genau, und auf Basis dieser zentralen Elemente habe ich ganz unterschiedliche Experimente aufgebaut, in Teams, wie gesagt, Freude oder Frustration induziert oder beide Emotionen, um ganz unterschiedliche, ja, Aussagen treffen zu können. Und ich finde persönlich, Emotionen ist ein ganz spannendes Thema, denn es hat natürlich Einfluss auf unser Handeln, auf die Motivation, unser Denken, auf das Lernen. Von daher denke ich noch stets, dass es weiterer Forschung in diesem Anwendungskontext bedarf. Und da wir ja beim Planspielforum sind, habe ich natürlich auch eine Folie vorbereitet zum Planspiel Decide. Unüblicherweise habe ich begonnen mit einer computerbasierten Version, was an der Datensammlung lag. Ich habe ja gesagt, ich wollte die Gesichtsbewegungen der Probanden
erheben. Dafür musste ich natürlich die Gesichter der Probanden messen, kann man auch gut sehen. Und das lässt sich natürlich in so einer computergestützten Variante viel einfacher im Rahmen eines Experimentes, naja, kontrollieren. Sie können sich vorstellen, hätten wir ein haptisches Spiel gespielt, wäre jeder Proband von A nach B gesprungen und einfach die Interaktion, die auch der Mehrwert eines Planspieles ist, hat mir natürlich so mein Experiment, hätte mir mein Experiment etwas kaputt machen können, in Anführungszeichen. Von daher hatten die Teilnehmenden, die Spielenden schon die Ansage erhalten, sich so wenig wie möglich zu bewegen, um einfach ja gute Aufnahmen der Kameras zu ermöglichen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das Planspiel Decide ist für 4 Spielende entwickelt, die dann die Rollen einnehmen von 2 Fluggesellschaften, einer Flughafenvertretung und einer Bodenabfertigung. Und das Ziel aller Spielenden ist es eben, einen Flughafenbetrieb zu optimieren und im Verlaufe der verschiedenen Runden gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Dabei werden pro Runde neue kritische Events eingeschleust. Stellen Sie sich vor, eine Drohnenattacke oder ein Vogelschlag oder eben ein schlichtes Gewitter, das es eben gemeinsam zu managen gilt. Als experimentelle Umgebung diente der Leitstand-Simulator am DLR in Braunschweig, hat 3 grobe Bereiche, eine Videoleinwand, wo die wichtigsten Informationen abgebildet werden können, wie zum Beispiel Zeit, die noch zur Verfügung steht, 4 Arbeitsstationen, eine Arbeitsstation pro Spielenden und dann eben noch Supervisorenplätze. Und das Spiel an sich ist, wie gesagt, rundenbasiert und pro Runde gibt es 2 Phasen. Ich versuche auch das ganz kurz zusammenzufassen. Im Rahmen der Planungsphase geht es letztendlich darum, dass die Spielenden bis zu einem bestimmten Grad zusammen bestimmte Flüge und vor allem deren Einflug, deren Landung, deren Abfertigung und deren Start einplanen und umplanen. Und dabei gibt es ganz, ganz, ganz viele Abhängigkeiten, die wir zwischen den Spielenden implementiert haben und wo es eben im Verlaufe des Planspieles einen Lernprozess gibt, weil wir natürlich diese Abhängigkeiten nicht von vornherein kommunizieren, sondern das ist eben ja die Aufgabe, zu lernen, was die Abhängigkeiten sind und inwieweit man zusammenarbeiten kann. Wir haben natürlich auch eine Art Wettbewerb mit eingearbeitet, was bedeutet, dass natürlich wie im echten Leben die Fluggesellschaften bis zu einem miteinander konkurrieren. Auch das ist natürlich in dem Planspiel eingearbeitet. Und hier unten auf dem Screenshot sieht man zum Beispiel ja so eine Art Planungsübersicht, die jetzt für alle Spielenden sichtbar wäre. Es gibt aber auch bestimmte Informationen, die dann wiederum nur für einen Spielenden sichtbar sind, weil, wie gesagt, hier geht es um Kommunikation, zum Teil auch um das Zusammenarbeiten, aber eben auch ja, die Berücksichtigung des eigenen wirtschaftlichen Businesses. Und nachdem die Planungsphase einer Runde beendet ist, kommt man eben in eine Art Auswertungsphase, bei der die Simulation aller Planungen im Vordergrund steht durch eben Visualisierungen der Simulation. Und hier sieht man dann je nach Planung natürlich noch gegebenenfalls, wie gesagt, in Abhängigkeit der Planung, die ein oder andere Schwachstelle im System, die es dann eben in der zweiten Runde aufzuarbeiten gilt. Und an sich ist es, wie gesagt, ein rundenbasiertes Spiel und dadurch ist auch eine steigende Komplexität wahrzunehmen, da eben die Planungen aus einer vorherigen Runde und vor allem die Konsequenzen davon mit in die darauffolgende Runde genommen werden. So, das war ein ganz kurzer Vortrag zu meiner Dissertation und zu den wichtigsten Elementen. Und wer sich vielleicht noch fragt, ob denn nun Emotionen einen Einfluss auf Entscheidungen im Generellen innerhalb von Teams in dem Bereich des Flughafenmanagements haben, da kann ich natürlich auch nochmal eine ganz grobe Zusammenfassung geben. Dann selbstverständlich, denn eben auch im Flughafenmanagement arbeiten noch stets keine Roboter. Okay, ja, damit schließe ich meinen Vortrag ab und stehe sehr, sehr, sehr gern für Fragen zur Verfügung. Super, ganz herzlichen Dank, Maria. Ein schneller Ritt durch Erkenntnisse aus dem Flughafenmanagement. Gibt es schon ad hoc Fragen aus dieser Runde? War jetzt viel Info, aber ein spannendes Thema. Daniel. Ja, sehr schöner Vortrag, vielen Dank dafür. Und ich hätte die Frage, ob man aus den Erkenntnissen, die man daraus ziehen kann aus der Dissertation, schon konkrete Handlungen ableiten kann, was man denn in der Praxis umsetzen kann, damit, sage ich mal, die Emotionen dann besser reguliert werden können oder so, weil Emotionen führen ja meistens dann auch zu viel Handlungen oder Fehlentscheidungen etc. Was kann man dann, ob es da schon Ergebnisse oder Erkenntnisse drüber gibt. Ja.
Ja, ganz spannende Frage, Daniel. Ich habe ja die Studien an sich durchgeführt mit Experten aus dem Flughafenmanagement und dann auch Studierenden. Und da es gar nicht so viele im deutschsprachigen Raum Experten gibt, war natürlich auch die Stichprobe relativ überschaubar. Also hier ist es dann immer schwierig. Wir sprechen dann über Generalisierungen, verallgemeinbare Handlungsempfehlungen auszustellen. Da bedarf es auch noch weiterer Forschung, um dann wirklich explizit für diesen Anwendungskontext Handlungsempfehlungen geben zu können. Und wenn ich mir mal die Ergebnisse von den Studierenden anschaue, kam unter anderem auch raus, dass Frustration tatsächlich zu besseren Ergebnissen in dem Planspiel geführt hat. Und auch da müssen wir nochmal schauen. Ich denke nicht, es ist die Handlungsempfehlung Nummer eins, zu sagen, dass jetzt alle Menschen auf der Welt frustriert werden müssen, weil sie dann zu besserer Performance oder besserer Leistung kommen. Also in jedem Falle ist zukünftige Forschung zu empfehlen. Was aber ganz spannend ist, in einem ganz anderen Bereich, im Automobilbereich, da wird nämlich schon ein bisschen intensiver an dem Thema, wie denn Emotionen bestimmte Fahrradzustände beeinflussen können, gearbeitet, dass man dort zum Beispiel mit Massagesitzen ganz einfaches Mittel arbeitet, um es dem Fahrenden so angenehm wie möglich zu machen oder eben auch mit Musik, um in bestimmten emotionalen Zuständen, naja, auch etwas entspannter zu werden. Kann man jetzt natürlich auch diskutieren, ob Entspannung dann schon eine Emotion ist oder nicht. Darüber hinaus wird auch diskutiert, ob man zum Beispiel mit bestimmten Düften im Automobil arbeitet, die es dann eben ermöglichen, auch den Fahrenden in einen anderen Zustand, das klingt etwas, in einen anderen, ich nenne es jetzt mal so, emotionalen Zustand zu versetzen, zum Beispiel durch Vanille. Aber auch da muss man natürlich diskutieren, inwieweit Vanille der Duft ist, der dann alle Fahrenden auch in den gleichen emotionalen Zustand, ja, eintreten lassen kann. Aber es gibt schon auch noch andere Projekte, die da in die Richtung mittlerweile gehen. Und letztendlich würde ich empfehlen, ich habe mir die Gesichtsbewegungen angeschaut und Fragebögen, dass man sowieso diese Aussagen in zukünftiger Forschung auch noch mit weiteren Tools in Verbindung bringen muss, zum Beispiel über die Physiologie, was natürlich auch noch mehr Rückschluss geben kann über den emotionalen Zustand der Menschen. Beantwortet das so ein bisschen deine Frage, Daniel? Nicht nur ein bisschen. Vielen Dank. Okay, super, danke. Ja, vielen Dank. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es keine generelle Vanillepflicht in Autos gibt. Das ist ganz interessant. Kannst du noch uns noch was ein bisschen zum methodischen Vorgehen noch sagen? Weil du hast ja ganz spannende methodische Tools auch genutzt. Kannst du das ein bisschen spezifizieren? Ja, du hast Gesichtserkennung benutzt und ja. Wie lief das ab und was sind so deine Erfahrungen daraus? Ja, ich habe tatsächlich vor einigen Jahren meine Weiterbildung besucht, um mich zum zertifizierten Facial Action Coder weiterbilden zu lassen. Also ich könnte theoretisch manuell bestimmte Gesichtsbewegungen analysieren und dann eben Rückschlüsse über bestimmte Emotionen schließen. Ja, das ist natürlich in den letzten anderthalb Jahren alles sehr viel schwieriger geworden. Kameras werden ausgeschaltet, man trägt eine Maske, dann ist es natürlich extrem schwer, überhaupt noch Aussagen über die Mimik treffen zu können. Glücklicherweise fanden meine Untersuchungen vor dieser Zeit statt. Ich hatte natürlich das Ziel, relativ viele Probanden testen zu wollen, weswegen eine manuelle Auswertung nicht möglich war. Das hätte einfach Jahre gedauert. Und es gibt in den letzten Jahren immer mehr Softwares, die sich mit dieser Thematik einer computergestützten Auswertung von bestimmten Basis-Gesichtsbewegungen beschäftigen. Also ich weiß nicht, Facial Action Coding System ist auf jeden Fall ein System, was man hier ansprechen muss, entwickelt von Ekman und Friesen, die eben das Gesicht in bestimmte Action Units, Gesichtsbewegungen klassifizieren und die entsprechenden technischen Tools, die es da gibt, ermöglichen halt bis zu einem bestimmten Grad die Analyse dieser Gesichtsbewegungen zu einer Art Baseline, die das menschliche Gesicht hat. Und ich habe mit einer dieser Tools gearbeitet und naja, man muss ehrlicherweise sagen, das Tool spuckt nicht die Antwort aus, die es da bedarf. Man muss sich dann schon weitere Verfahren aneignen, um eben auf diesen Aktivierungen, die man durch das Tool erhält, wirklich auch Aussagen treffen zu können. Es sind ein paar interessante Ergebnisse gekommen, aber es ist in jedem Fall ein sehr langer Prozess und hat doch einen Moment gedauert, die ganzen statistischen Analysen durchführen zu können. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es auf jeden Fall ein wertvoller Ansatz ist und sich da hoffentlich in Zukunft noch mehr forschende Gedanken über diese Thematik machen.
Ja, aber wie gesagt, das war nur ein Verfahren. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass man da natürlich auch noch mal so ein bisschen die Physiologie sich anschauen sollte. Ja. Vielen Dank. Da gibt es ja ganz viele Verfahren, Messwiderstände auf der Haut, Herzraten und so weiter, genau. Augenbewegungen. Julika, du hast eine Frage. Ja, ich würde gern gleich ein bisschen bei der Technik bleiben und nochmal zum Planspiel nachfragen, mit welcher Software du da gearbeitet hast. Das war letztendlich, ich hatte glücklicherweise Hilfe von einem ganz wunderbaren Student von mir und das ist ein JavaScript. Ja, relativ, ja. Na, ich will nicht sagen simpel, man sieht, das ist ein Spiel für 4 Spielende. Man kann sich vorstellen, wie viele Bugs in dem Spiel enthalten waren und wie lange die Playtests angedauert haben, um da einen reibungslosen Spielablauf zu ermöglichen. Aber ja, es war wert, die schlaflosen Nächte. Wird das Tool jetzt noch weiter eingesetzt? Weißt du das? Ja, das ist eine spannende Frage. Ja, ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass wir da noch mehr mitmachen sollten. Aktuell ist dem nicht so, aber wir sind natürlich zu schauen, ob man nicht zwischen dem DLR und der TU Delft basierend auf dem Gaming-Thema im Luftverkehr im Allgemeinen Kooperation aufsetzen könnte. Ja. Und wie ja heute Morgen auch schon gesagt wurde, Flughafenmanagement ist nur ein Beispiel. Man kann das natürlich auch auf andere Bereiche übertragen, bei dem verschiedene Interessensgruppen binnen kürzester Zeit Entscheidungen gemeinsam miteinander treffen müssen. Ja. Und dann ist ja das Thema eigentlich nur Mittel zum Zweck. Sehr schön. Okay. Weitere Fragen aus dem Plenum? Dann würde mich noch interessieren, abschließend, Maria, gehst du mit einem guten Gefühl zum Flughafen? Immer, immer. Aber du, der letzte Weg zum Flughafen, der ist ein paar Jahre her. Wie du ja auch sagtest, die aktuelle Situation hat einen, ja, bei weitem signifikanten Einfluss auf den, ja, weltweiten Luftverkehr. Von daher muss ich mittlerweile immer sagen, ich habe in Pre-Corona-Zeiten diese ganzen Analysen gemacht, ja. Ja. Aber ja, mein Gefühl ist immer. Ich übertreibe es nicht mit dem Fliegen, darum ist mein Gefühl sehr gut. Und noch ganz kurz, Frustration und Freude waren die zentralen Emotionen. Andere Emotionen spielen keine Rolle oder hast du dich gleich auf Frustration und Freude gestürzt, weil das ja auch sehr starke und gegensätzliche Emotionen auch sind? Letztendlich war das Ergebnis meiner Analysen, dass diese beiden Emotionen zufälligerweise natürlich auf unterschiedlichen Polen zentrale Elemente sind oder zentrale Emotionen für diesen Anwendungskontext. Nichtsdestotrotz spielen wahrscheinlich auch andere Emotionen, sobald sich da Parameter ändern, unterschiedliche Rollen. Und man muss sagen, Freude, Zufriedenheit, die gehen ja beide in die gleiche Richtung, haben bloß andere Intensitäten. Und das kann da jetzt so ein bisschen im Detail erzählen, Valence-Arousal-Modell und wo Dinge sich da anordnen. Aber da gibt es natürlich noch ganz andere Emotionen. Ich weiß, aber man muss immer diskutieren, ob Stress eine Emotion ist, dass zumindest in einem anderen Projekt sich da auch so ein bisschen auf Stress fokussiert wurde, weil das natürlich auch in diesem Kontext eine Rolle spielen kann. Von daher gibt es da auch noch viel, viel Forschungslücken, die da die Zukunft bereithält. Schön, das, ja, sorry. Also ich meine, du hast jetzt Stress und Freude als Emotionen im Flughafenmanagement untersucht. Würdest du denn sagen, dass man das auch auf andere Arbeitskontexte übertragen kann? Also es gibt ja nicht nur Flughäfen zu managen, sondern auch Firmen, Hochschulen, alles mögliche. Ja, definitiv. Habe ich auch schon auf Konferenzen diskutiert, dass du das... Also man muss bei den Ergebnissen mal aufpassen, weil ich natürlich mein Experiment ist natürlich ein geschlossenes System, inwieweit man da immer Aussagen dann in die Außenwelt treffen kann, ist natürlich immer zu diskutieren, aber dass man das auf jeden Fall untersuchen kann, das ist auf jeden Fall eine Option. Ja, definitiv. Wobei man da natürlich auch nochmal schauen kann, ob nicht auch andere Emotionen eine Rolle spielen. Ja. Schön, gut. Ich glaube, soweit an dieser Stelle mal ganz herzlichen Dank, Maria, für deine Arbeit. Aber Anna hat noch den Finger gerade gehoben. Habe ich das richtig interpretiert? Ja, darf ich noch ganz, ganz kurz. Ich wollte dich nochmal fragen, Maria, wie hast du die Emotionen indiziert? Das hast du gemacht. Eine ganz spannende, also ich habe unterschiedliche Methodiken entwickelt, aber ich hatte eine ganz
spannende Nebenaufgabe entwickelt, basierend auf einer Merkfähigkeitsaufgabe. Darf ich vielleicht nochmal ganz schnell, es dauert nur 2 Minuten, um das auszulegen, den Screen teilen? Absolut, natürlich. Okay, mach das, ich glaube, du hast noch die Berechtigung, ne? Ja. Okay, das war interessant. Wir probieren es nochmal. Seht ihr etwas? Ja. Einen schwarzen Bildschirm? Jetzt sehen wir einen schwarzen Bildschirm, genau. Und jetzt Instruktion? Ja. Super, läuft. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe mit einer Merkfähigkeitsaufgabe gearbeitet, die jeder Spielende vor dem Spiel von Decide, also einer Runde von Decide, machen musste, begann mit einer Instruktion und zwar sah die wie folgt aus. Man muss sich diese neuen Kombinationen bestehend aus dem Rufzeichen eines Flugzeuges und der Parkposition merken. Dafür hatten die Teilnehmenden ungefähr 1 Minute Zeit und dann haben wir diese Tabelle präsentiert und die Aufgabe bestand eben innerhalb von 90 Sekunden, glaube ich, das entsprechende Paar zuzuordnen. Also in dem Fall, ich schummel mal kurz, das konnten die Teilnehmenden nicht machen. CNO wäre 5. Also man müsste jetzt zum Beispiel hier die 5 hinzufügen und diese ganze Tabelle, ja, ich glaube, es waren 91 Zellen von oben links nach unten rechts ausfüllen. Okay, das war die Storyline. Und was haben wir danach gemacht? Wir haben entweder gesagt, hurra, sie haben gewonnen oder oh je, sie haben verloren. Und wie kann man damit Emotionen induzieren? Naja, das Feedback war bereits im Vorfeld manipuliert. Das heißt, ich hatte 3 Bedingungen. In der Freudebedingung konnte man nur gewinnen. In der Frustrationsbedingung konnte man in 3 von 4 Versuchen nur verlieren und in der Kontrollgruppe habe ich das ein bisschen ausgeglichen, um da keine starken Emotionen zu induzieren. Und wie kann man die Emotionsinduktion verstärken? Naja gut, unsere Studierenden haben um Geld gespielt und die Experten dann letztendlich aufgrund von Compliance-Regularien um eingepackte Sachgeschenke, wie zum Beispiel einem DLR-Kugelschreiber, darum das Einpacken, ganz wichtig. Und natürlich haben die Studierenden in der Freudebedingung das Geld erhalten und die Studierenden in der Frustrationsbedingung das Geld dann sukzessive bekommen, weil natürlich das viel frustrierender ist, erst ein Stapel Geld auf den Tisch zu legen und dann eben sukzessive das Geld wieder wegzunehmen. Und das Ganze natürlich mit einer Art Cover-Story, also einer Story, die jetzt das eigentliche Ziel der Studie nicht offensichtlich zu Beginn eines Versuches darlegt, sondern ein anderes Ziel kommuniziert, um wirklich ja, die ganze Story des Experimentes in die richtige Richtung, sagen wir es mal so, zu lenken. Genau, das war eine Möglichkeit, aber wir haben auch mit standardisiertem Feedback mit Teamvergleichen und so weiter gearbeitet. Auch es klingt immer ein bisschen hart, aber Süßigkeiten, das hilft leider auch, um Leute in einen positiven Zustand zu versetzen, zumindest kurzzeitig, ja. Sehr, sehr spannend. Danke, Maria. Ja, gerne. Schön, Süßigkeiten gehen immer. Ja. So ist das. Das ist die Alltagserfahrung von uns allen. Ne? Und, also wie gesagt, es dauerte 4 Stunden, von daher war es herausfordernd, das sowieso über Zeit zu machen. Dann brauchte man ab und zu ja, ein paar neue Elemente. Alles klar. Dann ganz herzlichen Dank. Gibt es dann noch Fragen aus der Runde ganz allgemein an die 3 Preisträgerinnen und Preisträger? Ist noch irgendetwas unklar? Gibt es noch irgendetwas, was wir noch ansprechen wollen? Wenn nein, dann holen wir euch noch mal ganz kurz ins Spotlight, damit wir euch in guter Erinnerung haben. Und wir bedanken uns noch mal ganz, ganz herzlich für die Einblicke in die Arbeiten, die ihr uns gegeben habt. Wir freuen uns sehr auf eure Texte, die wir dann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres veröffentlichen in einem Sammelband, den das ZMS herausgibt. Und ja, bis dahin alles Gute. Wir bleiben dazu einfach in Kontakt. Wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt, meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Das ist gar kein Thema. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch. Wir bedanken uns.